Wir sind auf dem WB, auf der WBV-Fachtagung und heute ist der Barcamp-Tag. Neben mir steht Joachim Rattinger vom Bayerischen Volkshochschulverband. Joachim, du hast eben eine Session zum Thema Badges gegeben. Worum ging es in der Session? Ja, es ging zunächst mal um die Frage, was sind Badges, welche Formen gibt es da, welche Tools gibt es dazu, welche Einsatzfelder von Badges. Und da gab es eben einige Teilnehmer, die konnten tatsächlich schon einfach auch berichten, wie sie diese Badges einsetzen, zum Beispiel als kleine Belohnungssystem oder Anreizsystem innerhalb von Weiterbildungen. Dann gab es zwei Teilnehmerinnen, die konnten das Thema sehr schön aus der Gamer-Perspektive beleuchten. Und klar, es gab natürlich auch kritische Fragen, hat das nicht was mit Konditionierung zu tun und welche Lernkultur steht da dahinter? Für mich war vor allen Dingen die Überlegung interessant, inwiefern man diese Badges einsetzen kann, um Lernfortschritte zu dokumentieren, gerade im Hinblick auf den Transfererfolg, den man ja im Nachgang von Fortbildungen häufig nicht gewährleisten kann und da eben ein Tool hat, um diesen Prozess auch im Nachgang der Fortbildung noch weiter begleiten und steuern zu können. Also die Badges erst austeilen, wenn irgendwie nachgewiesen ist, dass man es anwendet, oder wie habe ich das zu verstehen? Genau, das Badge wird im Nachgang zur Nachbegleitung dessen, was man gelernt hat, was ja häufig auf der Strecke bleibt. Man nimmt sich dies und jenes vor nach der Fortbildung und setzt es dann aus verschiedenen Gründen nicht um. Und da kann man im Nachgang eben diese Badges vergeben, um diesen Lernfortschritt bzw. den Umsetzungserfolg dessen, was man gelernt hat, eben zu dokumentieren. Und vielleicht auch hier kann nochmal der Trainer im Nachgang nachhaken, passt alles, ich sehe, der Badge fehlt noch, hakt es irgendwo, um den Transfererfolg zu sichern, Instrument um den Transfererfolg. Das klingt für mich sehr interessant, weil wir haben ja immer die Schwierigkeit, eigentlich wollen wir eine Kompetenz erzeugen und Kompetenz ist im Handeln erst zu sehen, aber wir sind oft zufrieden mit dem, naja, er müsste es eigentlich können nach dem Seminar, und das wäre ja mal wirklich eine ganz andere Art zu bestätigen, dass jemand etwas Sinnvolles getan hat, um ein Können zu produzieren. Oh ja, da bin ich ganz gespannt, ob was draus wird. Gibt es schon erste Ideen? Für mich ging es jetzt tatsächlich auch erstmal darum zu sagen, welche Einsatzszenarien gibt es dafür und welche Tools, wo kann man sowas einsetzen, wo sind vielleicht auch Hemmschuhe. Ein ganz wichtiger Erkenntnisgewinn war auch, dass Badges nicht zur Kontrolle eingesetzt werden sollten, sondern diesen leichten spielerischen Charakter behalten sollten, um Lernen einfach auch in dem Kontext von, ja, ich habe es geschafft und macht Spaß zu realisieren. Meine Rolle ist ja eher auch, sowas dann einfließen zu lassen und weniger in eigene Weiterbildungen zu konzipieren und einzubinden. Aber jetzt habe ich schon einen ganz guten Background zu dem Thema und es hat richtig Spaß gemacht in der Runde. Also es macht ja Mut, wenn der Bayerische Volkshochschulverband sich mit dem Thema beschäftigt und da vielleicht was anstößt. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, wir hören demnächst mehr davon. Danke für das Interview. Danke auch.